Moin Moin! Und da sind wir wieder! Auf Server! Wollte ich sagen. So sag. Du hast doch immer dein Moin Moin, ich hab keinen Spaß. Ja, dann halt Moin Moin! Ist ja auch egal. Ja, Tag und Moin Moin war's. Ja, macht ja nichts. Jetzt lauf weiter. Da waren, das haben wir ja schon gesehen. Ja, aber egal. Gleich alles hier. Direkt hier rein. Wie dann? Einfach mal so steht da so ein, ich weiß auch nicht, was ist denn das? Ein Haus. Und da musst du einfach rein. Also von Dede haben wir nichts gelernt bisher. Ja, das ist doof. Von Palmon haben wir gutes, haben wir Lilimon zum Beispiel gelernt gehabt schon. Und Hentum und Mega Kabuteri? Nur er selber. Ah, immerhin. Aber ich nehme ihn, weil er hat Lilimon. Aha. Unimon nehmen wir auch wieder. Ja. Weil es fliegen kann. Und ich würde halt trotzdem Vedramon sagen. Wer ist denn stärker eigentlich, Vedramon oder Tyrannomon? Ich glaube Vedra trotzdem. Dann nehmen wir Vedra einfach. Ein Schneegebiet. Mutimon, Pavumon und Otamamon. Aber da Lilimon greift alle an und ist super effektiv gegen Pflanzen-Digimon. Gegen Pflanzen? Mhm. Ist doch selbst eine Pflanze. Das ist übrigens voll Natur-Spirits, also Pendulum Version 1.0, 1.5, ne? Natur-Spirits, weil die drei da... Er hatte nichts gelernt. Ja, und ich hatte übrigens nachgeguckt... Oh, nix groß. Also einige Bilder, die hier jetzt so als ultimativer Angriff sind, wurden später dann eben auch als Kartenmotiv benutzt halt. Also man muss natürlich so sehen, die ursprünglichen Spiele hatten ja gar keine Farbe, also war das für die japanischen Fans natürlich was Besonderes, dann diese Digimon mit diesem Special-Angriff als Karte in Farbe zu sehen. Ne? Wir sehen es ja hier jetzt. Du darfst es nicht... Achso. Das Special-Angriff? Ja, aber das Spiel gab es aber so nicht in Japan. Aber die Special-Angriffe. Ja, aber weil du gerade meintest, in Farbe zu sehen. Ja, auf den Karten, habe ich gesagt. Ach so. Auf den Karten, weil die ursprünglichen Spiele waren doch schwarz-weiß. So meinst du. Aber das. Wenn man dann diese Special-Angriffe auf den Karten in Farbe sieht, ist das doch was Besonderes. Da habe ich doch recht. Das hast du eben nur falsch verstanden. Metall-Tyrannomon. Ah, schon irgendwie erstaunlich, wie stark diese Baby- und Ausbildungslevel-Digimon hier sind. Mhm. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, in dem die auch ein bisschen was bringen. Wir halten nicht viel aus, aber trotzdem. Arme Pavumon, kommt es irgendwo. Er hat was Neues gelernt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt es auch als Karte. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Hatte ich aber schon mal, glaube ich, gelöscht gehabt, weil so toll ist er nicht. Nee, echt nicht. Ja, weil er kann keine mehr lernen. Also wie gesagt, das sind ja jetzt auch nicht alle Special-Angriffe als Karte. Das habe ich jetzt so nicht gesehen, aber so ein paar, weil das gibt zum Beispiel auch als Karte. Aber finde ich eigentlich nett. Ich meine, weil jetzt, wie gesagt, mit der Farbversion ja nicht, aber das ist ja in Japan so nicht erschienen. Von daher eigentlich eine nette Idee. Auch wenn man sagen könnte, dass es billig ist, aber ich finde es nett. Otamamon guckt schon so richtig. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde gleich fertig gemacht. Oh nein! Es kommt so bekloppt. Ich greife an. Also ich meine, ich mag Otamamon eigentlich, wie es sich jetzt gefreut hat. Ich greife an. Aber wenigstens hat Otamamon ja eine richtige Entwicklung bekommen. Also. Ja. Eigentlich fehlt ja wirklich noch so ein Mega-Level für Shogun Gekkomon, ne? Also, weil dann hätten wir ja alles. Wir haben ja Rookie Champion Ultra. Allerdings kann ich mir da auch nicht wirklich ein Mega-Level vorstellen. Hinterher wird das wahrscheinlich einfach nur ein Frosch mit einem Schwert oder ein Frosch mit einer Krone. Was willst du aber noch Größeres als ein Tomosama machen? Ja, deswegen, eigentlich hätte er Mega sein müssen, ne? Hätte man umändern müssen und dann ein Ultra rein. Wieder ein Pavumon. Das andere habe ich jetzt eben nicht gesehen. Was? Pavumon? Und Monokumon war auch da. Und noch eins. Unser armes Unimon. Ja. Hat das noch gut? Ja. Hat so ein Motimon. Ja, Motimon. Ja, ich sag ja Naturspirits ist das jetzt. Ah, Mist, ich hätte noch einen weitergekonnt. Also, was erwarte ich noch? Warte, lass mich überlegen. Wie viele Dungeon, also Ebenen gibt. Oh mein Gott. Juhu! Wie viele Ebenen gibt es? Das weiß ich nicht, das ist unterschiedlich. Drei, vier so meistens. Es könnte sein, dass wir sogar noch Shogun Gekkomon tatsächlich hier auch sehen. Saber Leomon und Metall Etemon wären auch möglich. Soll ich es probieren?
für Monokron oder soll ich Monokron lassen? Wie oft kann man das denn probieren? Ja, die Zahl geht nach einmal sofort wieder auf 0. Und wie steigt die wieder durch Kämpfe? Ja. Aber wir haben schon Dinos. Ja, ich weiß, wir brauchen eigentlich... Ja, mal ein bisschen was anderes, ne? Ich meine, ich mag Monokron und er ist verdammt cool. Barry würde sich wahrscheinlich auch wahnsinnig freuen. Mhm. Aber... Ja, Monokromon braucht auf jeden Fall mal eine richtige Entwicklung, weißt du? Ich meine, ich finde es sowieso schon komisch, dass Gotsumon zu Monokromon wird. Ich weiß, Monokromon hat ja so ein bisschen Christ und Metall, ne? Irgendwie Stein, weiß ich nicht, ist das Stein? Mhm. Vielleicht auch nicht. Aber ernsthaft, danach gibt es ja nur dieses, oh Gott, wie hieß das nochmal, Vermilimon oder so? Vermilimon. Dieses einfach nur Monokromon in Rot. Ich meine, das ist so bekloppt. Ja. Das soll ein Ultra sein, also. Wobei, okay, theoretisch gesehen auch als eines der bevorzugten wird ja auch oft Triceramon gesehen. Das macht ja mit Monokromon so gesehen schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Ne? Und dann gibt es ja noch, wie hieß denn das? War das Vulkanbachiumon oder so? Wie ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ja, klar, du kennst das. Ja, ja, ich weiß, welches du meinst, das. Aber. Das zählt auch als so ein X-Digimon, ne? Oder nicht? Oh, eine neue Technik. Ja, hier, genau dieses hier. Das da. Ultimate Bravo. Ah, Ultimate. Genau. Es hat zumindest so einen Tricera-Kopf. Also ist das irgendwie okay. Mhm. Armes Multimon. Tot. Wie ich es übrigens hasse, wenn Leute vor der Tür parken und auf andere Leute warten und dann so laut die Musik an. Oh ja, das nervt. Nein, übrigens, ich habe nichts gegen Andromon, aber er hat schon halt Techniken, die besser sind. Hat man schon Bademon? Ganz ehrlich. Und es fängt an zu regnen. Klingt so nix. Kamehameha! Ja, warum hat die keine Blumenkanone? Hat das nicht mehr gereicht? Nein. Hat nicht drauf gepasst. Das gibt's nicht als Karte. Also vielleicht schon mit der Blumenkanone so, ne? Ja, Monokromon weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber schon. Also nur nochmal zum Verständnis, wir reden vom alten Karten, nicht vom neuen. Das ist selbstredend, denke ich. Ja, sag das mal nicht. Ja, Monokromon hält viel aus, ne? Ja, Puppetmon hatte ich zum Beispiel auch gesehen. Gibt's auch als Kante. Puppenhammer! Ich verstehe nur nicht, also wo war das? Im Koreanischen war das mit dem Spiel hier, ja? Ja. Ich verstehe aber nicht, warum die auch die ganzen Dub-Namen genutzt haben, weil eigentlich nutzen die doch, glaube ich, gar nicht, oder? Hm. Ich weiß es nicht genau. Ich dachte eigentlich, die benutzen auch immer die japanischen. Oh mein Gott, wie sagen sie? Ich meine, es ging noch, ne? Also, es gab Schlimmere, die wir schon gesehen haben. Ja, trotzdem schon Schlimmere. Ja, natürlich. Ist es jetzt tot? Ja. Tut mir leid, Barry, aber wir mussten es töten. Hoi. Ich habe schon mal so gedanklich geantwortet. Ja, nächste Ebene. Ach ja, Starmon. Das sieht komisch aus. Also da so, ja. Ja, jetzt kommt wieder meine Frage. Was hat ein Stern mit der Natur zu tun? Beantworte mir die Frage. Oh, Bademon. Hm? Ich weiß es gar nicht. War das nur ein Monchimon? Sag mal, ist das gerade dein Ernst? Was hat ein Stern mit der Natur zu tun? Ja, nix. Ja, naja, sag das mal Bandai. Die fanden, dass der Super damit was zu tun hat. Ja, aber er hat wenigstens noch einen Super-Starmon. Und im Prinzip, dieses Crossbow-Starmon könnte eine Art Rookie-Form sein.
Oder nicht? Nochmal den Puppenhammer, den wir schon hatten. Ups, das war jetzt ein bisschen schnell. Naja, ist ja nicht schlimm, wir hatten es ja schon. Ey, ist auch nur Motimon jetzt gerade. Ja. So. Ich wünschte, wir könnten Agumon auswechseln. Ist der so gut? Ja, die Techniken hast du gesagt. Ja, ne? Wegen Lilimon jetzt gerade zum Beispiel auch. Aber ja, ich denke, ich werde dann auch noch mal ein bisschen versuchen, dass Vedramon oder sonst was noch ein paar bessere Techniken lernen, dann geht das schon mit dem Auswechseln. Ich finde es halt nur ein bisschen doof, dass wir ja außer Unimon zweimal quasi einen Dino haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Bin mal gespannt, was wir danach noch kriegen. Wie er sich freut. Die freuen sich immer, wenn sie angreifen dürfen. Mhm. Warum? Wahrscheinlich, weil sie denken, dass sie dann gewinnen. Tut sie ja nicht. Ah, Otamamon kann sich im Wasser schneller bewegen. Es gibt ziemlich viele Wassergebiete, also so gesehen wäre wirklich so ein Meeres-Digimon nicht unbedingt schlecht. Aber jetzt nicht Otamamon unbedingt, sondern eher ein Champion, ne? Ja. Naja, vielleicht kommt nach Natur Spirits Deeps her was. Rein von der Logik her, ja. Ach, ist das wie schon mal tot. Wow, den hast du schneller geplättet als Otamamon, obwohl er ein Champion ist. Verschwenden theoretisch. Ja, die halt alle. Mhm. Warum machst du das? Warum verschwendest du die? Einfach so, zur Heilung. Ich dachte nur einfach, weil du kaum Platz hast. Das auch. Aber ich weiß ja nicht, ob es jetzt noch eine Ebene gibt, deswegen. Ich denke schon, oder? Ich weiß nicht. Okay. Wow, cool. Wir sind einfach wieder auf der Pfeilinsel. War die Heilung also doch unnötig? Du hast dir gesagt, wir könnten sie verschwenden. Oh, Pokémon. Flymer ist so ein Fliegen. Ah, mir ist jetzt gerade übrigens etwas aufgefallen. Hm? Ich weiß es nicht, wobei. Okay, nee. Das ist aber seltsam. Also dieses Bild eigentlich davon, Lokromon zum Beispiel, das ist laut Wikimon, eigentlich im Kampf bei Digimon Adventure 2D1 Tamers, also das Spiel danach, was für Hoenn und Color war, ne? Oder ich weiß nicht, ob es der dritte Teil war oder ob es der zweite Teil war. Da komme ich immer durcheinander. Egal. Vorher wird sie nicht aufgelistet, also ist eigentlich, vielleicht haben sie auch davon die dann genommen, vorher gab es die Karten und die haben einfach nur die Bilder dann... Nee, geht ja trotzdem nicht, ne? Also die Bilder waren ja trotzdem auch in den anderen Spielen. Ja. Das könnte aber jetzt Wasser sein. Pipi. Ja. Ich wär's auch gern gewesen. Warum hast du nichts gesagt? Ja, weil Pipi gut passt. Land. Och, Menno, ehrlich jetzt? Das ist eine Schildkröte. Okay, es gibt Landschildkröten. Gut, aber nee. Ich könnte ja offscreen, also lohnt jetzt noch nicht, hier mal immer wieder reingehen, weil da taucht das Seedramon ab und an auf. Naja, wir können ja noch einen Dungeon weiter, vielleicht ist es ja wirklich Deep Server. Ja. Dann hast du mehr als nur ein Seedramon, das ab und zu mal auftaucht. Aber ich würde nochmal speichern. Das sowieso. Na, dann machen wir auch noch einen Quick Save. Haben eigentlich diese Symbole darauf irgendwas zu tun? Geh nochmal einmal runter.
Nein. Ist nur so. Steht auch einfach wieder so ein Haus rum, wir gehen da rein. So, wir nehmen auf jeden Fall Unimon mit. Ja, Wedramon und Agumon. Ja, Agumon lassen wir jetzt mal. Tentomon vielleicht. Tentomon, scheiße. Aber er kann fliegen. Flymon kann fliegen. Hat aber noch keine Techniken. Warum nennst du Flymon Fliege? Du hättest es Motte nennen müssen. Hast Mothra. Du denn gar nichts gelernt? Ja. Eigentlich hättest du dann auch Devidramon Destroyer nennen müssen. War das er? Ja, ich glaube schon. Ne? Ich kann nehmen einfach Tyrannomon dann. Na gut, und den Tyrannomon. Ist er auch Nino, aber der kann da ein bisschen was. Ja, Deep Server. Habe ich ja recht gehabt. Aber von denen will ich keins. Naja. Weil sie nur Rookie und so sind, ne? Ja. Aber Fidgimon ist eigentlich süß. Wenn ich davon die Wahl hätte, wäre es eher noch Krabmon. Ja, Krabmon finde ich auch cool. Alter! Ja, nun, es ist klein, aber es ist voll süß. Ich finde irgendwie auch, also ich weiß nicht so, Krabmon passt doch eigentlich zu Ibidramon, ne? Ich meine, das hat auch Scher. Ja. Ich meine, es ist Schrimp, aber das ist ja egal. Ganz aber süß, wie sie freut. Ich hau dich! Ich fress dich. Nein, hau mich nicht. Ich mach gar nichts. Hier so mit den Fingern. So. Ich bin das überhaupt nicht gewesen. Jetzt kommt wieder so Tamamon. Aber Krabmon guckt da voll bösartig, ey. Er hat keine Idee auf alle geht. Ging ja ihre Wederung ging nicht auf alle. Nein, auch rein. Ja, also ausschließlich gut für Bosskämpfe. Würde ich sagen. Ja. Das taucht halt dementsprechend. Er hat auch keine auf alle Gitarre. Nee. Er hat Metallmami. Ja, dann mach den doch. Der kostet ja nicht so viel, das sind ja nur 6. Ist dementsprechend aber auch schwach. Ja. Aber das finde ich nicht so schlimm. Weil du hast dir selber gesagt, wenn es auf alle geht. Das war gar nichts. Das war auch nichts, also nee. Okay, also Metallmann. Lilimon wäre da schon effektiver gewesen. Naja, nun okay, aber kann man ja vorher nicht wissen. Ja. Ah, hast du nicht gesagt, Lilimon ist nur effektiv bei. Sehr effektiv gegen Pflanzen, aber sonst auch gegen normal. Weil ich das aber einfach nicht verstehe. Ich meine, ja, gut, Lilimon ist eine Fee, aber Fee, Pflanze, ne? Warum sollte es Pflanzen schaden? Bei Flymon würde ich das noch eher verstehen. Ich meine, das ist immerhin eine Biene irgendwie. Aber eigentlich schaden die ja auch den Platz. Mhm. Also nee, eigentlich auch blöde. Eigentlich ist ja eine Motte. Die schaden vielleicht. Ja, gut, okay. Und Tyrannomon und Wedramon. Ah, doch, Tyrannomon kann gleich Krabmon angreifen. Das ist doch toll. Ah, Unimon sollte aber geheilt werden, oder? Natürlich. Na, jetzt hat er erstmal. Na, jetzt ist es auch egal. Wobei, naja. Jetzt doch. Geht er noch weiter. Ja. Danach kommt bestimmt gleich ein Champion. Vielleicht kriegen wir ja Dolphmon oder Ikakumon. Ja, wobei Ikakumon glaube ich nicht. Nee, das nicht. Weil die gibt es glaube ich nur als Variable. Aber dann, also Rukamon meine ich so. Also Dolphmon halt wie gesagt, der wäre möglich. Octomon wäre möglich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwie so ein Depp. Oh, ich hab's doch besiegt. Ja und? Wolltest du doch? Ja, ich wollte aber heilen. Gut, heile ich denn hier jetzt gleich? Dolphmon! Naja. Hab ich doch gesagt. Hattest du? Ich habe doch gesagt, vielleicht kommt Dolphmon oder Octomon. Ja, ich denke, wir holen uns Dolphmon, ne? Ja, das bin ich dann. Okay. Ist ja nicht dein Puba. Nein, ich bin das doch! Ja. Warum willst du es so blöd benennen, wenn ich das dann bin? Was denn, du hast doch Bubis. Das war nicht lustig. Ah, schon blöd, die anderen beiden wieder. Ich bin mal kurz auf Frech. Aber darf mal ehrlich sein, das geht auf jeden Fall besser, meiner Meinung nach, hier, ne? Mit den, dass das Digimon, dass man das quasi fängt, als in World 2. Ja. Aber World 2 ist ja auch eigentlich so ein Spiel, ich will das jetzt trotzdem mal erwähnen, das geht eigentlich inhaltstechnisch vielleicht 5 Stunden, wird aber gezogen durch noch ein Scheiße. Auf mindestens 50 Stunden. Mhm. Also Mamimon kannst du auch. Der zieht aber auch nicht viel ab. Machen die das gerade automatisch? Ja. Ah ja, es gibt wirklich fast jedes dieser Bilder als Karte. Also alle nicht, ein paar vielleicht abgeändert.
finde das irgendwie cool. Es hat dann nochmal so einen kleinen Wiedererkennungswert, also so für uns zumindest, für dich und mich halt. Vorausgesetzt, du erinnerst dich überhaupt daran, dass die dann Essence-Cards sind. Hattest du schon geheilt? Nee, wollte ich ja jetzt. Ja, solltest du das tun. Gut, das heißt, wir können den Tyrannomon wahrscheinlich rausschmeißen und nehmen dann Dolphmon rein. Wir sind ja sowieso danach gleich wieder bei Geneid. Naja, Krabmon kommt sowieso gleich, also... Ah, Krabmon sieht schon cool aus, einfach, ich weiß. Auch wenn es nur eine Krabbe ist, aber... Ich mag Krabben. Ich meine, ich mag auch Krabi und Kingler, also... Wundert dich das ja nicht. Aber irgendwie ziehen die so mit normalen Attacken eigentlich alle relativ wenig ab. Na, Unimon ging. Aber Tyrannomon hat jetzt nicht gerade viel abgezogen, muss ich sagen. Tyrannomon wurde ja auch angegriffen. Ach so, dann ziehen sie weniger. Genau, jetzt. Gleich. Ja, gut, ja. Dann könnt ihr ihn ja jetzt platt machen, theoretisch. Ah, okay, doch. Was, wahrscheinlich, weil wir auf dem Wassergebiet sind vielleicht. Aber das hat doch damit, glaube ich, nichts zu tun. Ja, doch, ist dir doch auch extra angezeigt, dass, auf was für ein Untergrund man steht. Aber das war doch nur wegen der Geschwindigkeit, oder? Das kann auch anderen Einfluss haben. Wow, nicht getroffen. Na guck, und da wird er jetzt das was. Ja, drin. Dann mach Unimon einfach. Und er fliegt ja trotzdem, deswegen... Ja, für ihn hat es keine Auswirkung. Ja, ein Gebiet kommt auf jeden Fall noch, ne? Ja. Also ich denke drei. Schon. Aber sie ist positiv. Er kann sich durch das Wasser auch nicht gut bewegen. Aber ich würde Unimon heilen. Mach ich da auch gleich. Und er ist auch nur alleine. Ja, ich weiß, er fliegt nicht, dadurch ist das nicht sehr effektiv, aber es macht trotzdem reichlich Schaden. Hoffe ich. Sehen wir ja. Nein. Naja, aber sie ist positiv, bis Vedramon da ist, kann er auch mit der Aero Vedramon angreifen, oder? Das war Unimon. Oh. Gut, aber er kann das auch nochmal, ne? Ja, dann mache ich es einfach ganz kurz anders. Er halt. Eine Neo-Floppy. Oh. Ja, Unimon. Weil? Komplett geheilt jetzt. Er müsste eigentlich auch nochmal... Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Edelmon schon sofort im zweiten Dungeon drin ist. Ja, wobei doch, er hat doch Devimon. Ah, Devimon, Demi-Devi gesagt. Und jetzt mache ich AI Attack Mode. Ja, das habe ich dann wohl wahrscheinlich eben vergessen. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Ich habe halt nur mitgekriegt, dass er sagte, wegen Edelmon was, weil das er ihm dient und so, weil er ihn ja Meister Edelmon nennt, aber. Ja. So jetzt wegen den Dungeon habe ich nicht drauf geachtet. Aber egal, guck mal, aber er kann sich im Wasser irgendwie schneller bewegen. Sah so aus, aber eigentlich dürfte er das nicht, weil es ist Edelmon, das ist Puppe. Hat mit Wasser. Er ist ja noch nicht auf dem Wasser. War nicht schon ein Feld auf dem Wasser? Nein, jetzt. Danke doch. Ja, ein war er schon. Los geht's, Unimon. Er kann sich auf jeden Fall besser bewegen als die anderen. Ja, natürlich gibt's das als Karte. Das senkt jetzt seine SP. Nein, Skorpion macht Schaden. Achso, dachte, weil da was mit SP stand. Hoffentlich hält Unimon das aus. Ja, und ich kann zur Not wiederbeleben. Und du kannst zur Not auch einfach wegfliegen. Ja, guck doch, wenn du da oben drauf liegst, was soll er denn dann machen? Ja. Vielleicht solltest du das tun. Ach, lohnt nicht. Also echt, Edelmon hält nichts aus. Vor Devimon hatte ich dann schon ein bisschen mehr. Da waren ja auch noch welche dabei. Ja. Wenn bei Edelmon jetzt ein, zwei dabei gewesen wären, wäre das vielleicht schon ein bisschen was anderes gewesen. Achso, das war jetzt so. Welches war's? Das war Marmion, ne? Hab ich jetzt gar nicht drauf gedacht. Ja, Marmion ist nicht stark, aber... Ja, Andromon weg. Der ist auch nicht stark. Ja. Habe ich mich nämlich nicht verguckt. Ja, weil ich glaube schon, dass Marmion besser ist, ne? Naja, er kostet zumindest... Genauso viel. Ja, dann ist er scheiße. Okay. Aber deswegen nimmt sich da ja nichts. Hallo, Schwesterlein!
Nur mit einer Sache komme ich bei Marmimon immer noch nicht so drauf klar. Hm? Naja, es gibt doch Metall-Marmimon. Und das ist ja metallisch, das ist richtig. Aber dann dürfte Marmimon nicht Metall sein eigentlich. Tja. Ja. Oh. Obwohl er nett zu uns war. Oh. Oh. Er ist ein verdammt schlechter Verlierer, wenn du mich fragst. Warum wundert mich das jetzt irgendwie nicht so ganz? Ja, das bufft ihn. Ist die Frage die ganze Zeit? Oh, das bufft alle. Ich glaube, für eine gewisse Zeit. Warum? Das ist voll uncool. Egal, Unimon kann fliegen, also können die da ja schon mal gar nichts, würde ich meinen. So. Du machst jetzt das. Heilen, ne? Neofloppy. Unimon. Ja, aber Unimon ist unser wichtigstes Digimon gerade. Ja, ich weiß, was du vorhast. Du willst erstmal die hinteren platt machen, ne? Auch. Ganz ehrlich, dann bleib mit den beiden doch einfach da stehen. Oder nicht? Ich meine, die Variablen kannst du natürlich einsetzen, klar. Ja. Aber sonst würde ich da stehen bleiben. Sonst hast du ja wieder Schwäche oder so vielleicht. Dann können wir das ja auch mal genauer beobachten. Ja, Puppetmon zieht schon ordentlich noch ab, aber der geht auch noch nicht rein, ne? Ah, das kannst du jetzt auch mal vorspulen. Bin ich ja, also sage ich jetzt, weil wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen. So. Kommt man nochmal, ne? Ich hoffe nur, wenn du vorspulst, dass die Musik sich nicht zu extrem überschlägt. Ja, das kann sein, das kann sein. Ich weiß das jetzt so gerade so von Pokémon, wenn man das auf dem Emulator spielt und dann mal. Hier zu sind. Ja, aber jetzt wird er von zweien angegriffen. Genau, deswegen bin ich auch einen Schritt zurückgegangen. Boah, wobei jetzt dunkles Netzwerk da, also für uns dunkles Netzwerk, aber dunkler Geist. Oh, er lernt was Neues. Wow. Ja, gut, es ist effektiv, also ein bisschen stärker als anderes. Und es geht auf Etemon. Also wenn sie was lernen, kann man sich nicht aussuchen, gegen wen das geht. Nein, aber es kostet dafür auch keine Punkte. Nee. Marmimon weg. Ich würde raus. Marmimon ist aber... Weil hier, guck, ich habe jetzt genau noch drei, ich könnte also Marmimon einmal einsetzen. Da würde ich ja Scorpimon weg, weil das Big Mami ist ja auch 8. Dieser eine ist kein Unterschied groß. Na gut. Ist auch wie Puppetmon, aber Puppetmon ist dafür, glaube ich, nochmal stärker. Dann mach einfach. Also wie gesagt, ein normaler Angriff zieht nicht viel ab. Tyrannomon hat nicht so viel mehr dafür, was Etemon so abziehen kann. Das geht. Ich krieg das schon hin. Ja gut, aber der hat jetzt auch nicht so viel abgezogen. Und er kriegt quasi trotzdem dreimal Schaden. Ne? Ja. Jetzt hat er mehr. Ja, jetzt heile ich ihn einfach und gut ist. Dieser Part dafür, geht übrigens dafür, gerade länger, wollte ich schon mal sagen. Ja, ist auch okay. Dafür ist ja Unimon hier hinten. Ja, aber blöd wird, wenn jetzt noch das Dolphmon mit dazukommt. Das kann nicht dazukommen, weil Etemon hier im Weg steht. Ah, okay. Also war es doch nicht so blöde, dass wir da jetzt noch gewartet haben, ne? Deswegen, er hat Hunger. Ach so, stimmt, der guckt zu uns komisch. Dann gebe ich ihn einfach mal. Ich dachte eben, das wäre einfach nur so, weil du jetzt ins Menü gegangen bist, aber ja, stimmt. Weil wenn sie hungrig sind, ziehen sie auch nicht so viel ab. Tyrannomon hat aber keinen Hunger. Weil da Metamamemon... Ah ne, jetzt noch Bigmamemon hier. Ja. Das soll ich einfach machen? Mach einfach. Vielleicht zieht es ja mehr ab. Ist ja eh nur von Tyrannomon. Ja. Kannst aber nochmal vorspringen.
Wir gucken, wie viel es abzieht. Das hätte vielleicht genauso viel abgezogen. Extra um Dortmunds Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich glaube, die kriegst du nicht. Doch. Meinst du? Ich mach das gleich weg. Und Vedramon mache ich mir keine Sorgen. Der, nee, der hat ja auch genug. Aber Tyrannomon muss man ein bisschen aufpassen. Und die Sache ist ja auch die, wenn ich mit diesen Techniken angreife, kommt ja kein Konterangriff. Ja, das stimmt. Nochmal Vorsprung. Aber er greift immer Tyrannomon an. Ja, weil er direkt da vorne ist. Nee, ab und zu greift er auch Vedramon an. Ja, aber meistens Tyrannomon jetzt. Mhm. Guck, ist gleich weg. Es ging doch zurück. Hätte ich nicht gedacht. Es hat jetzt gemerkt, dass es doch nicht weiter kann. Also. Das ist jetzt schon. Das hat noch ordentlich. So. Eigentlich sollte ich jetzt. Geht er auf Etemon, oder? Klappt nicht. Shit, fehlt einer. Was ich aber machen könnte. Weil das Vieh doch irgendwie verdammt viel Leben hat. Dich heilen? Alle heilen, ja. Der Bewegramon hat sich das ja nicht gelohnt. Na doch, ist wieder voll. Und Etemon ist weg. Und jetzt können alle drei auf Dolphon draufgehen. Oder ist es jetzt schon vorbei? Naja, hätte ja sein können. Weil bei manchen Spielen ist es ja auch so, du musst ja nur den Boss besiegen und der Rest ist egal. Kannst nochmal drücken. Weil Unimon hat nicht viel Leben, ne? Und? 200. Dafür kann Unimon jetzt hier erstmal hier hinfliegen. Stimmt. Er lernt was Neues. Wie der Pikmon-Memon. Alles aber okay. Ja, klar. Aber kann einsetzen, ja, ohne Punkte zu kosten. Ne? Könnt ihr nicht auch mal was anderes? Außer Pikmon-Memon? Ja, es ist halt momentan. So ein bisschen der Wurm drin. Ne? Kommt auch Scorpion. Gut, machst du es am Ende. Lass mal das Vieh ein bisschen näher kommen. Dann gehe ich nämlich jetzt hier hin. Und jetzt musst du es ja sicher einkreisen lassen. Naja, es hat ja auch keine andere Wahl. Es kann ja nicht fliegen. Das sieht voll süß aus, oder? Meinst du nicht? Ja. Die sehen ja alle süß aus. Ja, also die jetzt, die da sind. Alle stimmt ja nun auch nicht. Ob wir denn irgendeine Belohnung oder so bekommen, nachdem wir Etemon besiegt haben? Der Weg geht noch frei, sondern offen halt, dass wir weiter können. Nee, ich meine von Gnai. Okay, das kann sein. Der wird ja nicht nur sagen, oh, das hast du toll gemacht, jetzt kannst du weitergehen. Okay, haben wir jetzt zwei weitere freigeschalten und gerettet halt. Ja, da okay, Sora. Ich hatte recht mit Sora und du hattest recht mit der Kirche. Ja. Man sieht Patamon nicht und Alter, guck dir Biomons Hübscher an. Vogel! Was ist das? Er dient also alle. Ja, vielleicht hat man hier jetzt einfach eine Verbindung gemacht, die es ja im Anime nicht gab. Speichern. Und wir haben jetzt hier auch die beiden. Biomon sieht wie ein Huhn aus. Natürlich noch keine Technik. Speichern wir nochmal. Machen wir ein Quick Save und beenden den Bart hier. Da haben wir aber ordentlich was erreicht, ne? Ja. Deswegen und muss ich auch darf dann Dolphin werden im nächsten Part. Stimmt. Wobei, das nehme ich lieber jetzt noch mit, okay, damit ich nebenbei trainieren kann. Yay! Dolphmon, du bist du. Ja, Frigimon ist auch so süß, ja, aber es ist leider so schwach. Kuvagamon, war das auch schwach? Keine Ahnung, hatte ich noch nicht. Der Name passt aber auch hin, ne? Ja, natürlich. Naja, wir haben ja gesehen, dass man nicht. Fliege so passt, also. Oh, okay. Na, du bist schwach. Nein! Also nicht schwach, schwach, aber. Schwach. Du kannst noch mal eins, glaube ich. Oder? War da noch eins? Ah ne, jetzt war Vedramon, Alter, 23 Mal. Ich frage mich nicht, wie das zustande kommt.
Also wir cheaten nicht, falls das jemand denkt. Den einzigen Cheat, den wir benutzen, ist das Vorspulen. Wenn ja, und Quick Save. Ja, wenn man das beides aber das ist nicht Cheat, das ist Emulator-Funktion. Genau, und das Vorspulen ist halt auch mal. Sonst wäre es ja. Ich denke aber, es ist ja die Bedramon-Version. Man kriegt ja so, dass man unendlich viele Bedramons haben kann. Wow, es ist voll übertrieben. Ja. Ich freue mich, wenn wir erst den nächsten Variablen angefangen haben. Oh ja. Deswegen, das muss ich offscreen ein bisschen farmen, sag ich mal. Ja, aber wir sind ja gut vorangekommen. Edemon haben wir jetzt auch in den Arsch getreten. Also ich denke mal im nächsten, oder übernächsten Myotismon, ne? Ja, eigentlich ist das hier schon fast zwei Parts. Also könnte man, ja. Ja, naja, egal. Trotzdem. Ja, darf ja auch mal sein. Also denn, bye.